Zuerst möchte ich darstellen, was ich mit unter Aufwachen verstehe. Aufwachen, damit meine ich nicht ein einfacher nur bewusster werden über etwas. Meine ich nicht, dass man nur mehr weiß oder über all die Themen, die spirituellen Themen bewusster ist, sondern mit Aufwachen ist das gemeint, was früher Erleuchtung genannt wurde oder in manchen Bereichen immer noch. Oder auch in der christlichen Mystik nannte man es entweder das Hineinkommen in den göttlichen Grund oder das Eingehen in die Freude des Herrn. Aber dieses Johannes Tauler zum Beispiel sprach von dem Aufstieg in den Abgrund, in dem man den grundlosen Grund findet, und dieser grundlose Grund ist der göttliche Grund. Ich habe ein einfaches Bild. Wenn wir uns vorstellen, dass der Mensch sich normalerweise hier in den oberen, in dem oberen Bereich aufhält, und da sind Gedanken und Bilder, da sind bestimmte Körperempfindungen und da sind bestimmte Gefühle. Das ist das, wo er normalerweise zu Hause ist. Und wenn wir dann wissen, weil erstens können wir das durch die Erfahrung entdecken und zweitens durch die Berichte von all den Mystikern aus den vielen Tausenden von Jahren, dass hier drunter die eigentliche Wirklichkeit ist, für die man eigentlich keine Linien zeichnen müsste, weil sie ohnehin unendlich ist und alles, dann würde das Aufwachen darin bestehen, von dieser oberflächlichen, von diesem oberflächlichen Bereich in diese tiefere Wirklichkeit zu kommen und von dieser tieferen Wirklichkeit aus alles wahrzunehmen, zu erleben, zu handeln und zu tun. Und wovon ist diese tiefere Wirklichkeit bestimmt? Die ist einmal davon bestimmt, dass die Gedanken aufhören. Die Gedanken werden still. Und wenn die Gedanken still werden, dann wird plötzlich etwas wahrgenommen, was vorher nicht wahrgenommen werden konnte. Was das ist, beschreiben alle Mystiker zu allen Zeiten mit den gleichen Worten. Ein Frieden, der ganz grenzenlos ist. Eine Glückseligkeit, die den Menschen erfasst, verzückt, und eben diese Stille. Aufwachen bedeutet jetzt, dass man diese Erfahrung von Stille nicht nur für 5 Minuten macht, nicht nur macht als Folge und Resultat einer bestimmten spirituellen Übung. Das wäre sozusagen der Anfangsweg, wo ich diese Erfahrung mache oder Teile der Erfahrung, weil ich spirituelle Praxis mache, spirituelle Übungen mache und dadurch in diese Stille hineinfinde. Eine zweite Phase wäre, dass diese Stille auf dem spirituellen Weg den Suchenden einfach überflutet, ohne dass er etwas getan hat und ohne dass er genau weiß, warum es jetzt gerade innerlich still wird oder nicht. Das Aufwachen bedeutet eine innere Veränderung der Art, dass ich diese Tiefe, diese Wirklichkeit nicht mehr nur für einen Moment, sondern als dauerhaftes Sein erfahre und mich selber wahrnehme als dieses Sein, als diesen Frieden und diese Liebe oder Glückseligkeit, Satchit Ananda, wie es im Indischen heißt, Leere, Bewusstsein und Liebe, wie wir im Deutschen eher sagen, oder Sein, Bewusstsein und Liebe, weil Glückseligkeit und Liebe ist praktisch 2 Seiten einer Medaille. Also das verstehe ich unter dem Aufwachen, diese radikale und vollständige Hineinfinden in diese tiefere Wirklichkeit, sich selber als diese tiefere Wirklichkeit erfahren und das als dauerhaftes Sein. Der Hintergrund meiner eigenen Erfahrung war der, dass ich 20 Jahre ungefähr psychotherapeutisch gearbeitet habe, dabei auch schon Yoga und Meditation und andere Dinge und einen Lehrer hatte, der das miteinander verband. Aber mir war nicht deutlich, dass das Aufwachen in diesem Leben geschehen kann,
sondern es war so diese Hindu-Haltung, dass man viele Leben noch reinkarnieren müsse, um Stück für Stück weiterzukommen und irgendwann vielleicht 3035 oder so. Wenn man die Entdeckung macht oder hört, die Erfahrung macht, realisiert, dass das Aufwachen in diesem Leben möglich ist, bekommt es innerlich sofort eine vollkommen andere Dynamik. Deswegen, weil selbst wenn der Wunsch nach Aufwachen oder Erleuchtung vorher da ist, solange ich nicht von der Realisierungsmöglichkeit erfasst bin, wirkt es innerlich nicht wirklich. Kann das innerlich nicht die Energien und die psychischen Kräfte in diese Richtung bewegen. Jetzt ist die wichtige Frage natürlich, wie? Also was ist mit diesem Zwischenstück? Was kann ich tun, um aufzuwachen? Die erste Antwort vielleicht auf das Thema jetzt. Natürlich ist es allen Mystikern klar, dass das Ich nicht verschwindet, dass das Ich nicht bekämpft wird, einfach deswegen, weil es nie da gewesen ist. Der Mystiker, das Aufwachen bewirkt die Erfahrung, dass da kein Ich ist. Das bedeutet auch, dass das Leben von da ab erfahren wird und erlebt wird als etwas, das dich lebt und nicht das du tust. Aber das Ich ist nicht verschwunden, sondern es war nie da. Und dazu an einem entscheidenden Frage bei diesem Thema, nämlich der Frage, wer könnte das sein, der Entscheidungen trifft? Jeder hat wahrscheinlich noch das Gefühl, dass er selbst die Entscheidung trifft, dass er derjenige ist, der etwas tut. Aber wenn wir uns genauer untersuchen, was da eigentlich geschieht, sehen wir Folgendes. Das sind zwei Alternativen, die Alternative A und die Alternative B. Und jetzt kommen bestimmte Gedanken zur Alternative A, bestimmte Gedanken zur Alternativen B. Und sie haben null Kontrolle darüber, welche Gedanken kommen. Null Kontrolle darüber. Sie können nichts dafür oder dagegen tun, ob Gedanken kommen, die die Alternative A stärken oder Gedanken, die die Alternative B stärken. Dann gibt es bestimmte Zukunftserwartungen, was geschehen würde, wenn A passiert. Was geschehen wird, wenn B passiert. Sie haben null Kontrolle darüber, welche Erwartungen und welche Bilder über A und über B bei Ihnen hochkommen. Dann haben Sie bestimmte Entscheidungstendenzen. Die einen entscheiden schnell, die anderen langsam. Sie haben null Kontrolle darüber, ob Sie zu dem Typ A oder Typ B gehören. Dann gibt es bestimmte Veranlagungen, welche Werte und Motive noch da eine Rolle spielen. Die einen spielen mehr auf Sicherheit, die anderen spielen mehr auf Risiko. Sie haben null Kontrolle darüber, welche Charakterstruktur, welche Charakterfixierung sie mitbringen. Dann gibt es bestimmte Themen aus der Familie, was der Vater, die Mutter, der Großvater und so weiter gesagt haben, was sich gehört oder nicht. Sie haben null Kontrolle darüber, ob sie zu dem gehören, der das tut, was Großvater gemacht hat, oder zu denen gehören, die genau das Gegenteil tun, was Großvater gesagt haben, oder zu denen, die sich nicht drum kümmern. Sie haben keine Kontrolle darüber. Also, alles, was in dieser Entscheidungssituation innerlich passiert und äußerlich, welche Freunde gerade kommen und sagen, ja, das solltest du aber so machen, oder der andere sagt, das solltest du aber so machen. Sie haben null Kontrolle darüber, welche der Freunde gerade ankommen und was die zu sagen haben. Sie haben also über all die Entscheidungsfaktoren null Kontrolle. Und irgendwann, wenn wir uns das so vorstellen, dass das eine Waage ist für A oder B, wiegt diese eine Waagschale von A tiefer und tiefer, weil mehr Gewicht auf dieser Seite ist. Und dann sagen Sie nicht, oh, jetzt treffe ich die Entscheidung, was mache ich, auch mache ich B? Nein. Zwangsläufig kommen Sie jetzt dazu, dass die Alternative A sich realisiert. Das heißt, die Entscheidung setzt sich in Ihnen um. Da gibt es kein Ich, das irgendetwas davon in der Hand hätte und irgendetwas tut. Interessanterweise ist in der modernen Hirnforschung diese These von der Nicht-Existenz des Ichs, beziehungsweise des Ichs als einer mentalen, gedanklichen Konstruktion, immer mehr verbreitet. Und es gibt eine schöne Theorie von einer Soziologin, ich glaube aus Großbritannien, die sagt, wir müssen uns die Gedanken, die sich ja nicht wirklich jemand macht,
Dieses Einfallen, mir fällt etwas ein, das ist ein brauchbarerer Begriff. So ist es nämlich. Es fällt einem etwas ein. Dass die Gedanken gewissermaßen die Einheiten sind, die ein eigenes Dasein führen und von dir Besitz ergreifen oder nicht Besitz ergreifen, je nachdem, für welche Gedanken, Meme nennt sie diese Gedankeneinheiten, für welche Meme du aufgeschlossen bist oder nicht aufgeschlossen. Sodass dieses Gehirn, diese Persönlichkeitsausstattung so etwas wäre wie der Wirt und die einzelnen Meme wie die Parasiten, die sich dann da festsetzen oder nicht. So wie wenn du einen Schlager hörst und die Melodie ist eingängig, dann trällerst du den öfter vor dir her und steckst den Nachbarn an und so. Ne? Das wäre ein Meme, das sich dann von alleine ausbreitet und den anderen wieder ansteckt. Andere Meme werden leichter unterdrückt, manche Meme sind dazu da, andere Meme zu zerstören, zum Beispiel wenn das Meme, es gibt gar kein Ich, sondern es ist nur eine gedankliche Vorstellung, sich bei ihnen festsetzt oder nicht, da haben sie keine Kontrolle drüber, ich auch nicht. Wir können uns angucken, was es für Konsequenzen hat, aber wenn es das täte, dann würde es bestimmte andere Vorstellungen zersetzen. Ne? So wirken Meme, die innerhalb eines Bewusstseinsfeldes gewissermaßen schwimmen und dieses Bewusstseinsfeld bestimmen und sie selber haben praktisch keine Kontrolle darüber, was da für Gedanken, was da für Meme bei ihnen gerade ansässig werden oder nicht. So, also die Mystiker wussten es immer. Das Ich verschwindet nicht durch die Erleuchtung, sondern das Nicht-Vorhandensein des Ichs wird erkannt. Das ist das Aufwachen. Das heißt, es kommt nichts dazu, sondern ich erkenne das Illusionäre. Die Frage: Wie komme ich von da oben nach da unten? Es gibt einen deutlichen inneren psychischen Prozess, der folgendermaßen beschrieben werden kann. Nee, wir machen gerade was anderes. Ich mache zwischendurch so ein paar Übungen in Form von Innenreisen, wenn das in Ordnung ist. Jeder kann das als Einladung betrachten und wenn er sich da jetzt gerade nicht dran beteiligen will, kannst du mit was anderem dich beschäftigen. Also es muss, ist ja kein Zwang, aber es ist eine Einladung. Machen Sie mal alle die Augen zu. Atmen Sie mal aus. Und jetzt nehmen Sie wahr, was gerade für Körperempfindungen wahrnehmbar sind. Und dann nehmen Sie wahr, was Sie fühlen. Sie können sich ja fragen, welche Stimmung ist das gerade? Der Anfang ist manchmal der: Fühle ich mehr Ruhe oder mehr Unruhe? Und wenn da Unruhe ist oder Ruhe, dann kann ich fragen, mit welchem Gefühl ist es verbunden? Und wenn Sie jetzt irgendetwas entdecken, eine Stimmung, ein Gefühl oder eine tiefere Erfahrung, die im Augenblick im Vordergrund ist, dann können Sie sich in dieses Gefühl hineinfallen lassen und entdecken, wie tief dieses Gefühl ist, im buchstäblichen Sinne. Hineinfallen lassen mit der Frage, wie tief ist es? Und wenn Sie dabei, was oft nicht so schnell geschieht, dieses Erleben von tiefer Fallen haben, dann können Sie entdecken, was dieses tiefer Fallen auslöst. Sie können auch entdecken, ob dieses tiefer Fallen entspannend wirkt oder ob es beunruhigend wirkt, unheimlich ist. Okay, das war's soweit. Und die Augen wieder öffnen. Was nämlich der Fall ist, wenn man nach innen geht und diese verschiedenen Schichten von Körperempfindung und Gefühlen durchschreitet, kommt jeder an einen inneren Abgrund. Die Existenzialisten haben diesen Abgrund beschrieben und haben den Menschen aufgefordert, im Angesichts dieses Abgrundes nicht davon wegzulaufen, sondern dadurch freier zu werden, dass ich diesem Abgrund ins Auge sehe. Die Mystiker, insbesondere die christlichen Mystiker, waren über diesen Abgrund sehr im Klaren, manche christliche Mystiker, sehr im Klaren und haben den Menschen geraten, sich in diesen Abgrund hineinfallen zu lassen. Und das ist der springende Punkt. Wenn ich mich in diesen Abgrund hineinfallen lasse, geschieht typischerweise, nicht immer alles, aber typischerweise geschieht dann,
dass der Mensch sich nicht nur versenkt, sondern dass der Atem weniger wird. Wenn man das zulassen kann und die Angst vor dieser Bodenlosigkeit fühlen kann und trotzdem dabei bleibt, fällt man weiter tiefer und dann erlebt man typischerweise eine Enge. So als wenn, es sind keine Bilder, sondern es ist eine innere Erfahrung. So als wenn man plötzlich durch eine Enge fallen würde, eine Zeit lang. Wenn man es dann weiter aushält, dass der Körper fast gar nicht mehr atmet, viele Menschen kriegen dann Angst und holen dann Luft, weil sie Angst haben zu ersticken. Wenn man das aushält und weiß, okay, ich lasse den Körper machen und wenn ich jetzt sterben sollte, dann sei es drum, und sich weiter fallen lässt, dann wird diese Enge plötzlich weiter. Manche erleben das dann auch als heller werden. Das ist nicht unbedingt nötig, aber auf jeden Fall wird die Enge weiter. Und dann findet eine wirkliche Veränderung statt. Dann hat man das Gefühl, als wenn man schweben würde und fliegen würde. Dann merkt man, da ist gar kein Grund, braucht auch gar kein Grund zu sein, weil ich kann plötzlich fliegen. Und das ist eine wesentliche Erfahrung, die zum Aufwachen führen kann oder das Aufwachen bedeuten kann, weil das dann plötzlich umkippt und du nicht mehr fliegst in einem Raum, sondern dich als diese Unendlichkeit selbst wahrnimmst und dadurch wird der Verstand still. Das scheint mir weil ich habe das in der eigenen Erfahrung sowieso, aber mit Schülern in den letzten 10 Jahren dutzendfach erfahren und eine Reihe von Schülern wachen auf diese Weise auf und eine Reihe stecken fest und machen es öfter. Es ist eine Gnade, man hat das nicht in der Hand, man kann das nicht machen, wie man eine Garage baut, so nicht, ne? Man hat das, aber man kann sehr viel tun, um dahin zu kommen. Also das Hineinfallen in den Abgrund, sich stellen diesen existenziellen Ängsten, die da sind, die Angst vor der Bodenlosigkeit, die Angst vor der Auflösung in der Leere, die Angst vor dem Alleinsein, dem existenziellen Alleinsein, der Gottverlassenheit, die Angst vor dem Tod, das sind die existenziellen Ängste, die auf diesem Weg durchschritten werden müssen. Und natürlich, das Ganze kann nur dann geschehen, wenn du alles mit dir geschehen lässt, statt dass du noch etwas tun willst. Solange dabei noch irgendetwas ist von ich will, ich brauche, ich möchte, dann klappt es natürlich nicht. Das ist gewissermaßen so, wie Meister Eckhart in einer guten Predigt sagte, wenn du nichts mehr willst und wenn du nichts hast, und dabei führt er dann aus, bei dem nicht haben meine ich nicht den äußeren Besitz, sondern meine ich die inneren Dinge. Und wenn du nichts weißt, und das bedeutet, dass ich mir keine Erwartung mache, was als nächstes passieren könnte, wenn ich kein Urteil mehr habe über den Augenblick, wie er jetzt ist, wenn ich nicht mehr erwarte, wie der Augenblick sein soll, wenn ich in diesem Sinne nichts mehr weiß, also wenn ich so nichts will, nichts habe und nichts weiß, sagt Meister Eckhart, dann kannst du aufwachen, noch bevor die Messe zu Ende ist, der Gottesdienst. Und dann sagt er, ja, du kannst sogar aufwachen, bevor meine Predigt zu Ende ist. Das heißt, dass es beim Aufwachen darauf ankommt, dass ich eine innere Haltung verändere, nicht, dass ich etwas einübe. Und diese innere Haltung ist die Haltung des Loslassens und ist die Haltung, nichts mehr zu wollen. Deswegen hat dieser Prozess durch diesen tieferen Abgrund sehr viel zu tun mit dem inneren Sterben. Weil wenn ich sterbe, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr über den nächsten Urlaub zu machen. Dann brauche ich mir auch keine Gedanken mehr zu machen, ob ich das Haus jetzt renovieren soll oder gleich abreißen oder neu bauen. Wenn ich im Bewusstsein des Todes bin, höre ich auf, einen Plan über die Zukunft zu haben und sobald ich keinen Plan über die Zukunft mehr habe, habe ich auch keine Gedanken über die Vergangenheit mehr. Dieses Bild des Todes, dieses Sterben, ist gewissermaßen der Schlüssel und Angelpunkt bei diesem Aufwachen, bei diesem Hineinfallen in den Abgrund. Ich muss gewissermaßen bereit sein zu sterben, wann immer es auf mich zukommt. Und die Haltung
in der das geschieht und die Haltung, in der diese Bereitschaft zu sterben, wann auch immer es passiert, sich fassen lässt, das ist die Haltung der vollständigen Hingabe. Und diese Hingabe ist gewissermaßen das, was in diesem Satz zum Ausdruck kommt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dieser Satz ist in meinen Augen der befreiendste Satz, den es gibt. So, und jetzt hat dieser Satz etwas sehr Merkwürdiges an sich. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es für den Mystiker selbstverständlich ist, dass es kein Ich gibt. Wenn ich weiß, dass es kein Ich gibt, macht es eigentlich keinen Sinn zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, weil ich weiß, dass ich gar keinen Willen habe. Dass ich also weiß, dass nicht mein Wille geschieht, ist ohnehin eine unverrückbare Tatsache. Aber jetzt kommt etwas hinzu. Um Freiheit zu finden, gehört es, dass ich diesem keinen eigenen Willen habe, nicht zustimme mit einer duldenden Haltung, weil ich es nicht ändern kann, sondern gewissermaßen mit einer freiwilligen Haltung, dass ich meinen Willen aufgeben würde, selbst wenn ich einen hätte, dass ich bereit bin, dem ganz zuzustimmen, keinen eigenen Willen zu haben. Selbst wenn ich ihn hätte, würde ich ihn hingeben. Das ist vollständige Hingabe und dann macht dieser Satz, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wieder grundlegenden Sinn als der Schlüssel zu dieser Haltung von Hingabe. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, dem noch etwas mehr praktischen. Das Aufwachen und der Weg zum Aufwachen besteht also darin, dass diese Struktur des Geistes, ich habe einen Plan, habe ein Motiv und ein Ziel, dann bin ich das Subjekt, das eine bestimmte Handlung vollzieht mit einem Objekt, wobei in der spirituellen Praxis bin ich selber das Objekt. Diese Handlung bewirkt ein bestimmtes Resultat, eine bestimmte Veränderung, die ich wiederum vergleiche mit dem anfänglichen Plan und der Erwartung, um von da aus eine neue Handlung zu beginnen. Das ist die Struktur des Geistes. Die Struktur der Handlung im Außen und, so wie Freud sagt, können wir das Denken erstmal ganz gut als Probehandeln verstehen, sodass das innere Denken auch nichts anderes ist. Das Aufwachen bedeutet die Erkenntnis, dass kein Ich da ist. Also hat der spirituelle Weg darin zu bestehen, dass diese mentale Struktur zerstört wird. Ich kann weiter diese mentale Struktur benutzen, wenn ich Brot backen will oder Brücken bauen will. Dann macht es Sinn. Für diese praktischen Belange oder Beziehungsgestaltung oder Pädagogik in der Schule gegenüber den Schülern, dann macht es Sinn, diese mentale Struktur. Aber bezüglich von mir selber macht es keinen Sinn. Vielleicht eine wichtige Unterscheidung, weil das bringt ganz viel Unklarheit in die spirituelle Diskussion. Es gibt zwei Arten von Gedanken. Die Gedanken, die das praktische Leben betreffen, wie backe ich Brot, wie erkläre ich etwas dem Kind in der Schule, wie bereite ich einen Vortrag vor und so weiter, das sind praktische Gedanken. Die sind sehr nützlich. Dann gibt es die psychischen Gedanken. Das bedeutet, der Architekt baut nicht nur eine Brücke, sondern fragt sich, wie stehe ich da, wenn ich die Brücke gebaut habe? Was sagt die Konkurrenz? Was sagen die anderen? Werde ich großartig sein, weil die viel besser ist als die anderen, die gebaut haben? Was wird mir das für ein Selbstwertgefühl geben? Das alles, diese psychischen Gedanken, die sind so lästig und unnötig und sinnlos und quälend und sonst was. Die verschwinden durch das Aufwachen. Wenn ich sage, der Verstand ist still, dann verfügt er natürlich, und zwar in größerer Klarheit, über all die praktischen Gedanken, die nötig sind. Also keiner muss Angst haben, dass dann irgendwie man sich nicht mehr orientieren könnte oder kein Essen mehr zubereiten. Das ist ja Quatsch. Wir können davon ausgehen, wenn all diese behindernden und lästigen Ich-Gedanken weg sind, dass dann die praktischen Gedanken viel klarer, viel einfacher, ungestörter, effizienter verlaufen können. Das ist selbstverständlich. Ich muss also in der spirituellen Praxis nicht Dinge tun, die diese psychische Struktur verstärken, sondern mit allem aufhören. Mit den Gedanken aufhören und wahrnehmen, was da kommt. Das Bild ist ein einfaches Bild, das des Alkoholikers. Was muss der machen? Nichts. Er muss nur das Glas stehen lassen. Aber was passiert, wenn er das Glas stehen lässt? Dann kommt alles Mögliche hoch.
dann kommt alles Mögliche hoch. Und was muss er jetzt tun? Nichts. Er muss dem, was da hochkommt, Raum geben und nichts tun. Wenn er jetzt nämlich etwas täte, dann wird er den Alkohol durch irgendwas anderes ersetzen. Er muss bereit sein, sich all dem auszusetzen, was da hochkommt, wenn ich anhalte. Und das ist das Gleiche, was der spirituell Suchende zu tun hat, anhalten. Da drängt jede Menge hoch. Da drängt das Sicherheitsstreben hoch, da drängt das Streben nach Anerkennung und Liebe hoch, da drängen die Gebote und Verbote der Eltern hoch, da drängt das hoch, was die anderen Leute sagen, was man tun soll, da drängt das von den Trieben hoch, Selbsterhaltung, sexuelle und soziale Fixierung, diese Triebe drängen hoch, da drängen deine Gewohnheiten hoch, alles, was da los ist, drängt da hoch. Und du hältst an. Und wenn du anhältst gegenüber all dem, dann kommen die Gefühle hoch, die dem zugrunde liegen. Die Angst vor der Einsamkeit, die Angst davor, dass mich keiner mehr mag, die Angst, blöd dazustehen, die Angst, was nicht zu schaffen, die Angst, irgendjemandem nicht zu genüge. Der Schmerz kommt hoch, die Verzweiflung kommt hoch, so wie Kierkegaard sagt, der Mensch ist verzweifelt, selbst wenn er es nicht weiß, nämlich verzweifelt über diese Getrenntheit. All das kommt hoch und du setzt dich dem einfach aus. Also ist die... Vielleicht füge ich hier noch einen Satz ein. Mein Lehrer war ein Schüler von einem Lehrer, der ein Schüler von dem großen Ramana Maharishi war. Und der hat in Indien gelehrt und gilt für viele als der größte Weise der Neuzeit. Oder wie Ken Wilber sagt, der wahrscheinlich größte Lehrer, der je auf der Erde gewesen ist. Der hat bis 1950 gelebt und viele Menschen sind zu ihm hergekommen und haben das Aufwachen erfahren und eine Reihe davon sind dann als Lehrer weiter durch die Welt gezogen und es gab einen Lehrer, der der wichtigste war, der hieß Punjaji, der hat in Lucknow gelehrt und zu Punjaji sind Leute aus dem Westen gekommen. Zu Ramana auch schon in den 20er Jahren, wahrscheinlich Hermann Hesse, Jung war in Indien und hat ein Buch herausgegeben von Ramana und das Vorwort geschrieben und so, also in den 20er Jahren war der ziemlich bekannt, in den 20er und 30er, 40er Jahren. Und Punjaji, dieser Schüler, zu dem sind Leute aus dem Westen gekommen in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, die dann wiederum als Lehrer weiterwirken. Gangaji heißt eine Lehrerin, Eli Jackson Beer war mein Lehrer. So, und Ramana Maharishi hat diese Lehre des Anhaltens. Ein Satz von ihm heißt, die ganze Methode der spirituellen Praxis lässt sich in den zwei Worten zusammenfassen, sei still. Dieses Stillsein ist ein inneres Stillsein, dass ich nämlich nichts tue gegenüber dem, was da hochkommt. Jetzt habe ich mich in meiner eigenen Arbeit gefragt, wie kann ich das, was in anderen spirituellen Richtungen passiert, wie kann man das erforschen, was kann man sinnvoll nutzen? Und was gibt es da, was man tun kann in dieser Situation, um dieses Anhalten, dass diese ganzen inneren Prozesse still werden? Was ist das, was man tun kann? Und dazu habe ich die ganze Sache in 7 Schritte sortiert. Ich habe nichts Großartiges selber dazu erfunden, ich habe es ein bisschen sortiert. Der erste Schritt ist der, finde heraus, was du wirklich willst. Eine kleine Geschichte von Muktananda, einem Lehrer aus den 70er Jahren, der damals in Amerika war, der voll angesagt. Der wurde mal gefragt nach den Fischreihern. Da hat einer gefragt, der Fischreiher, der steht doch den ganzen Tag da am Fluss, bewegt sich nicht. Das ist offensichtlich, dass der den ganzen Tag meditiert. Wird der auch Erleuchtung finden? Und dann hat Muktananda gesagt, der Fischreiher, der da sitzt, der da steht, der meditiert auf Fische. Deswegen kriegt er Fische. Hat er also gefragt, wenn du meditierst, dann frage dich, woraufhin? Mit dem Aufwachen ist das so eine komische Sache. Ramana, den ich eben zitierte, der zitierte immer wieder einen Satz, der 2.500, 3.000 Jahre alt ist, aus den Upanishaden, und der heißt: Wenn du die Wahrheit finden willst, so sehr wie jemand, der unter Wasser ist, nach Luft und Sauerstoff verlangt, dann wirst du im selben Augenblick aufwachen.
Wenn man also so sehr nur noch das eine will, dann bewirkt das, dass alles andere Wollen aufhört, der ganze Eigenwille hört auf und dann ist das Ergebnis, dass du in diesen Abgrund, in diese Tiefe fällst und aufwachst. Dazu muss ich erforschen, wie wichtig ist mir das Aufwachen? Bin ich bereit, alle anderen Ziele des Lebens dem unterzuordnen? Ist mir das wichtiger, weiterzuleben oder aufzuwachen? Ich sage immer, man kann sehr wohl, wenn man ein Haus bauen will, kann man nebenher machen. Dann wird's vielleicht nicht so großartig, hat nur 5 Zimmer und nicht 20 und so und die Veranda kann ja auch noch warten. Das kann man nebenbei machen und kann sich überlegen, wie wichtig ist mir das. Es wird trotzdem irgendwann fertig. Mit dem Aufwachen ist es nicht so. Entweder man nimmt es als Ganzes oder man macht gute Erfahrungen. Klar, das kann man auf dem Weg auch machen, wenn man nicht wirklich aufwachen will. Das geht auch. Und so, das ist schon in Ordnung. Aber nur wenn es einem wichtiger geworden ist als alles andere, hat es eine reale Chance, dass dieser Durchbruch in den göttlichen Grund als das dauerhafte Sein in dieser tieferen Wirklichkeit auch geschieht. Und dieser Wunsch aufzuwachen, ich erwähnte es, hat ein Geschwister, das ist die Offenheit dafür, dass es geschehen kann und das Wissen davon, dass jeder Mensch aufwachen kann. Jeder, also auch man selber. Das ist der erste Schritt und dazu ist es nötig, dass man seine ganzen anderen Ziele erforscht. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Es gibt so manche Ziele, die sind so auf der Oberfläche, guten Job, neues Auto, die Frau soll besser werden oder der Mann, was weiß ich. Das liegt so auf der Hand. Aber darunter gibt es, teils im Unbewussten, teils sonst wie, die Ziele, Sicherheit und Anerkennung kriegen, Kontrolle behalten. Es gibt ganz viele innere Ziele, die befassen sich nur damit, dass es nicht schlechter wird, als es ist. Der Mensch verbraucht viel mehr Energie darauf, Schaden abzuwenden und alles so in dem Bereich zu lassen, wo es gerade ist, viel mehr Energie, als er Energie darauf verwendet, wirkliche Lebensziele zu erreichen. All das muss man erforschen. Weil das gibt es öfter, das ist dann manchmal etwas komisch, wenn da jemand sagt, ich will nichts mehr. Und dann stellt sich raus, dass er mit Händen und Füßen aber bestrebt ist, das zu halten, was er hat, den Job nicht zu verlieren, den Grad an Gesundheit, den er hat, nicht zu verlieren und nicht krank zu werden. Also bei dem, was will ich, muss ich auch immer fragen, was will ich nicht. Ne? Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt heißt, bereit sein, alles zu fühlen und zu erfahren, was auch immer auftaucht. Und das ist etwas, was in gewisser Hinsicht neu ist, in gewisser Hinsicht. Wir können bei der Meditation erleben, dass die Meditation und alle östlichen Wege die Gefahr beinhaltet, dass ich nur noch der Zuschauer, nur noch der Beobachter meiner inneren Erfahrungen werde und mich auf diese Weise vom wirklichen Prozess des Erfahrens dissoziiere, trenne. Es gibt immer wieder Leute, die zu mir kommen, die 10 Jahre meditieren, wie Vipassana-Meditation meistens, und zu 100% meditieren, in jedem Augenblick meditieren können, aber diese Meditation bei ihnen dazu geführt hat, dass sie Gefühle nicht mehr wirklich fühlen, Erfahrungen nicht mehr wirklich machen, sondern nur noch die Beobachterin sind, nur noch außen stehen. Und das macht nicht wirklich frei. Im Westen hat sich Therapie entwickelt und Therapie hat sich entwickelt als Arbeit mit Gefühlen in der Weise, dass Gefühle entweder innerlich durchgearbeitet werden, verstanden, erklärt oder gestalt- oder körpertherapeutisch nach außen ausgedrückt, ausagiert werden. Das sind die beiden Wege und es hat immer Versuche, Osho hat gesagt, okay, meditieren reicht nicht, Therapie reicht nicht, sollen die Leute beides machen. Ken Wilber sagt das auch ungefähr, sollen die Leute beides machen. Aber das passt nicht, das stimmt nicht, das funktioniert nicht. Es hat nicht funktioniert. Wir wissen, bei Osho waren 100.000, mehr als 100.000, es hat nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Aber es gibt einen anderen Weg der Befreiung, der weder das eine tut, noch das andere tut. Und der besteht darin, dass ich mich ganz in das Gefühl hineinfallen lasse, mich ganz von dem Gefühl erfassen lasse, und es wird dann echt unangenehm.
Und zwar jedes Gefühl wird unangenehm, nicht nur der Schmerz und die Angst, sondern auch die Freude wird unangenehm, wenn du dich vollkommen von ihr erfassen lässt, weil dann kriegst du Angst, dass du explodierst. Wohin damit? Viele sagen dann, oh, dann fange ich an zu tanzen. Aber das ist nur ein Ausagieren. Was passiert, wenn du diesem Gefühl von Freude, dieser ganzen Energie von Wut, wenn du die innerlich aushältst und innerlich in dir geschehen lässt, dann zerreißt es dich. Da bist du nicht mehr nur der Beobachter, ah, meine Wut, die transformiere ich jetzt, mache ich eine gute Energie raus und so. Damit hat das gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, die Wut zu fühlen und nichts, aber auch gar nichts zu machen, sondern das Ganze selber. Ich habe bei meinem ganzen Forschen habe ich zwei gewissermaßen Brüder im Geiste gefunden. Das eine ist der Johannes Tauler, natürlich mein Lehrer. Ich habe das nicht selber erfunden. Johannes Tauler im 14. Jahrhundert, das war ein Schüler von Meister Eckhart, der nennt das, man muss die Gefühle ausleiden. Vor allem die Angst, die auftaucht, wenn es denn recht zugeht. Das heißt, wenn du auf dem spirituellen Weg keine Angst hochkommt, dann geht es nicht recht zu. Also Johannes Tauler wusste von der Sache. Und in China, auch im gleichen Jahrhundert ungefähr, da gibt es offensichtlich, in einem Buch habe ich das gelesen, gab es auch welche, die das auch wussten. Sonst findet dann man das in dieser klaren, direkten Form nirgendwo. Und es ist wirklich, ich meine, ich habe vorher 20 Jahre mit den Menschen Körpertherapie gemacht, Trance-Therapie gemacht, ich habe die Gestaltarbeit auf den Kissen rumhauen lassen, ich habe die aber auch sitzen lassen und nur sprechen lassen. Ich habe tiefenpsychologisch gearbeitet und alles Mögliche. Und diese Art, mit den Menschen zu arbeiten, allerdings erfordert es dann auch die innere Offenheit. Und das Ganze zielt ja nicht nur auf Persönlichkeitsveränderung, sondern auf das Aufwachen hin. Ne? Das gehört natürlich dazu. Wenn ich aufwachen will, habe ich keinen Grund mehr, innerlich was zu verdrängen und abzuwehren. Dann öffnen sich sozusagen, dieser ganze Deckel öffnet sich dann und dann... Ne, denn das ist also eine andere Haltung, die da ist. Also, bereit sein, alles zu fühlen, was da ist. Machen Sie nochmal die Augen zu. Atmen Sie jetzt mal am besten mit einem hörbaren Seufzer aus. Ha, ha, ha. Vielleicht 2-3 Mal. Ha. Und jetzt wieder anhalten und zurücktreten. Den Körper atmen lassen. Am besten durch geöffneten Mund, weil der Körper lacht, hat es dann leichter, den Atem so zu verändern. Jetzt gibt's wieder bestimmte Körperempfindungen. Die Körperempfindungen sind unwichtig. Die Körperempfindungen sind wie das Auto. Ich höre es nur, wenn die Benzinpumpe stottert, dann mache ich mir Kummer, dann kümmere ich mich drum. Und wenn es weiterfährt, dann kümmere ich mich um den Weg und nicht um den Motor, welche Zylinder. Solange sie gut laufen, dürfen sie im Hintergrund bleiben. Ist nicht wichtig, der Körper. Wichtig ist das, was Sie fühlen, jetzt in diesem Augenblick. Welche Stimmung, ob da Ruhe ist oder Unruhe. Ein Gefühl kann ganz zart sein, ganz wenig. Und dann stellen Sie die Frage, wie reagiere ich auf das Gefühl? Gehe ich dagegen an, gehe ich davon weg oder renne ich dahin? Oder darf es einfach da sein und ich überlasse mich dem. Alle Gedanken, alle Erklärungen suchen, ist ein Weggehen. Und dann werde zu dem Gefühl. Lass dich so sehr in das Gefühl hineinfallen, dass du zu dem Gefühl wirst. Und dann kannst du entdecken, was macht das Gefühl mit mir? Dann die Augen wieder aufmachen. Man kann, wenn man die Augen aufmacht, immer ein bisschen darauf achten, dass man in der inneren Erfahrung bleibt und nicht so völlig weggeht. An dieser Stelle, wo man entdeckt, wie man auf das Gefühl reagiert, da kann Veränderung geschehen. Die Veränderung ist gewissermaßen, dass ich aufhöre, auf die Gefühle zu reagieren. Weder wegschieben, gegen angehen, noch weggehen, noch hinrennen. Aufhören, auf die Gefühle zu reagieren. Und dann falle ich durch verschiedene Schichten von Gefühlen. Da kommen erst die oberflächlichen Gefühle, dann kommen tiefere Gefühle, dann kommen die existenziellen Gefühle von Angst, Schmerz, Verzweiflung
Und dann kommt der Abgrund von alleine und zwischendurch taucht immer Angst auf vor dem Abgrund und der Auflösung, vor dem Sterben. Wenn ich diese Gefühle alle fühle, eine ganz kleine Fußnote, viele Menschen, spirituelle Menschen, haben Angst, sich mit Gefühlen zu identifizieren. Aber das ist ein ganz großes Missverständnis. Wenn ich außen stehe als Beobachter, dann denke ich, oh, das Gefühl ist da, dann identifiziere ich mich nicht, so wird gedacht. Und das stimmt nicht. Ich identifiziere mich dann nicht mit dem Gefühl, wenn ich nicht sage, dass es mein Gefühl ist und dass ich etwas mit dem Gefühl tun muss. Selbst das Beobachten, indem dass ich es wegschiebe, ist schon ein Tun und dieses Tun ist bereits Identifizierung. Aber wenn Sie sich von dem Gefühl über hochkommen lassen, auftauchen lassen, sich ganz davon erfassen lassen, dann ist da nur Gefühl da, niemand, der sich identifiziert und also gibt es keine Identifikation. Also das ist in Kürze ein absolut wichtiger Punkt bei der Angelegenheit. Also dieses, das ist der zweite Schritt, dieses Finden, dieses Weges zwischen dem Meditieren und der Dissoziation, der Gefahr der Dissoziation und dem Therapiemachen, wo es darum geht, Gefühle auszudrücken und auszuagieren, das Finden dieses Weges dazwischen ist ein Meilenstein in der spirituellen Entwicklung, da bin ich ganz sicher. Und ich rechne damit, dass viele sagen, oh, das kenne ich, das mache ich auch so, oder mein Therapeut macht das auch so. Das passiert immer wieder, dass Leute das denken, aber die irren sich. Die irren sich. Man muss es gründlich erforschen, um herauszufinden, dass es was wirklich Neues ist. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, den kann ich kurz machen, weil den kennt jeder, das ist eben der, dass ich der Zuschauer bin und nicht selber der Handelnde und auch nicht drin bin in dem Drama meines Lebens. Ich bin nur der Zeuge, der Zuschauer. Das ist auf jedem spirituellen Weg ein wichtiger Prozess. Aber indem er vereinseitigt wird, birgt er die Gefahr, die ich dargestellt habe. Der vierte Schritt, brauchen wir auch nicht viel zu machen, der besteht schlicht darin, dass ich über die wesentlichen Muster meines Lebens und meines Verhaltens mir klar wäre und deutlich werde. In meiner Arbeit machen wir das mit dem Enneagramm, was manche kennen, ob man das letztlich mit anderen Methoden findet. Aber wenn man so ein bisschen sich auskennt über sein Leben und wie das so abläuft, dann kann man schneller anhalten und aussteigen. Wenn man jeden Tag überrascht wird und jeden Tag glaubt, dass das, wie man sich verhält, neu ist und so weiter, dann ist man dermaßen damit beschäftigt, dass man zu nichts kommt, auch nicht zum Anhalten kommt. Also wenn man da ein bisschen Ordnung reinbringt, ein bisschen Überblick, also das hilft schon. Dann kommt der fünfte Schritt. Der fünfte Schritt ist tatsächlich sehr wichtig. Ich nenne den Körper durchlässig werden lassen. Viele spirituell Suchende hören entweder dem Lehrer nur zu oder sitzen in der Meditation und wollen vielleicht auch alles auftauchen lassen. Aber wenn der Atem nicht frei fließen kann, wenn der Ton nicht von alleine da sein kann, wenn die Muskulatur nicht frei ist, sodass der Brustkorb, die Seiten, der Rücken beim Atmen sich frei bewegen kann, egal ob der Atem stärker wird oder ganz zart, bei jedem Gefühl ist der Atem anders, beim Weinen ist er anders. Es ist so grauenvoll, dass viele Menschen weinen, aber währenddessen immer die Luft anhalten. Das Grauenvolle daran ist, wenn man von außen dazu sieht, weiß, dass sich diese Traurigkeit, dieses Weinen nicht wirklich löst. Ein bisschen löst es sich, ein bisschen Dampf wird abgelassen, aber er trägt die Traurigkeit weiter mit sich rum. Nur wenn der Atem frei ist, kann sich die ganze Anspannung, die ganze Energie lösen und kann der Körper freier werden und kann die Traurigkeit auch wirklich verbrennen, Gefühle verbrennen. Wenn man sie lässt und ihnen wirklich Raum gibt, so wie sie sind, dann verbrennen sie. Bei den anderen Gefühlen auch, bei der Freude, wie ich sagte, wenn man Angst hat zu explodieren, wenn der Atem frei fließen kann, gibt's keine Angst zu explodieren. Ich meine damit nicht, dass man jetzt tief atmet, sondern ich meine, dass man gar nicht atmet,
weil man nur den Körper atmen lässt. Mal eine kleine Übung dazu, machen Sie die Augen zu. Atmen zuerst wieder zwei- oder dreimal mit einem Seufzer, den Sie wenig machen, sondern mehr geschehen lassen. Aus. Ha. Aber ein hörbarer Seufzer, durchaus ein hörbarer. Ha. Also sagen wir mal, ein bisschen machen, ein bisschen anschieben, aber nur ein bisschen. Ha. Ist gewissermaßen so, wie wenn ich nach dem Winter wieder mich auf die Schaukel setze oder das Kind da drauf setze, dann ist über den Winter ein bisschen eingerostet, dann muss ich erst ein bisschen kräftiger schieben und dann kann die Schaukel von alleine. Ha. So, und jetzt weiter den Mund geöffnet haben und wahrnehmen, wie der Atem fließt. Fließt er in den Bauch, in die Brust. Und wahrnehmen, wo hat der Atem Schwierigkeiten. Fließt er in den Rücken, in die Seiten, ins Becken. Wo fällt es ihm nicht leicht? Man kann auch oft sehr gut merken, wo entsteht ein Impuls an das Ich zu atmen, statt es dem Körper zu überlassen. Immer wieder Impulse, die auftauchen, nicht berühren. Aber den Atem fließen lassen, ohne etwas zu tun. Ihn noch nicht mal beobachten, nur geschehen lassen. Und jetzt wieder wahrnehmen, was Sie fühlen. Es gibt die herkömmlichen Gefühle und dann gibt es Erfahrungen, die tiefer sind als Gefühle. Ruhe, Stille, Frieden, Weite, das ist auch so. Das sind Erfahrungen, die sind tiefer als Gefühle. Also muss man eigentlich sagen, was fühlen Sie oder was erfahren Sie? Tieferes. Oder welche Stimmung ist da? Und jetzt, wenn Sie da etwas ausgemacht haben, lassen Sie einen Ton entstehen, den Sie nicht tun. Einen Ton, wenn wir das Wort Stimmung haben, wissen wir sofort, da ist Stimme, ist derselbe Wortstamm, weil Stimme und Stimmung ist praktisch identisch. Einen Ton, den man nicht macht, sondern den man geschehen lässt, der das Gefühl nicht nach außen bringt, nicht weghaben will, sondern der die Möglichkeit gibt, tiefer in das Gefühl hineinsinken zu können. Und dann trauen Sie sich ruhig, einen Ton zu machen. Nicht lange, keinen langen Ton, jeder lange Ton wird gemacht, sondern nur so das Ausatmen begleitend, im Sinne von und darauf achten, dass der Ton hilft, das Gefühl tiefer zu fühlen. Und gleichzeitig kann der Ton Anspannung, die da ist, wegschmelzen. Und dann können Sie noch ein bisschen der Frage Raum geben, wie leicht fällt es mir, geschehen zu lassen oder wie schwer? Wie leicht fällt es mich, dem zu überlassen, was geschieht? Oder wie viel Angst habe ich, die Kontrolle aufzugeben? Okay. Also, diese Arbeit mit dem Körper hat sehr viel damit zu tun, geschehen zu lassen. Wir machen's. Ich denke, dass da Atemarbeit nötig ist, andere Körperarbeit. Yoga und solche Sachen sind auch gut, aber alle vorgegebenen Übungen, wie beim Yoga, Feldenkrais, Alexander-Technik, sind nur relativ gut. Im Daoismus hat sich eine Schule des Yogas über die Jahrtausende enthalten, wo Bewegungen entstehen im Körper, so wie der Ton jetzt eben entstand, ohne etwas zu tun, können auch Bewegungen entstehen, ohne dass man etwas tut, wo der Körper bewegt wird. So in diese Richtung, auch mit der emotionalen, also das alles so. Da muss man genau gucken, Aufwachen hat mit Loslassen, mit Kontrolle zu tun. Alle Übungen, die mich mehr kontrollieren, stehen dem Aufwachen im Weg. Ne? Da muss man schon sich klar drüber sein, was man will und wohin das führt. Jetzt mache ich die beiden nächsten Schritte relativ kurz. Der sechste Schritt ist, die Vergangenheit beenden. Das bedeutet Folgendes. Alle Menschen leben irgendwie in dem Wahn, fast alle Menschen,
Nein, Sie natürlich nicht, nein, Sie nicht, nein, nein. Andere Menschen leben in dem Wahn, dass die Vergangenheit anders sein hätte sein müssen, als sie war. Die Eltern hätten anders sein müssen, als sie waren, der Lehrer hätte anders sein, das Studium hätte anders sein müssen und hätte man selber anders sein müssen und so weiter. Und dieser Wahn führt dazu, dass da innerlich Energie aufgewendet wird, das alles noch zu ändern. Der Groll gegen die Eltern wird aufrechterhalten mit der Haltung, der Vater hätte mir sagen müssen, dass er stolz ist auf mich. Die Mutter hätte mich nicht so viel allein lassen dürfen. Da wird ein Groll aufgebaut, als wenn man es immer noch erreichen könnte. Aber die Armen sind vielleicht schon tot. Aber auf jeden Fall ist die Zeit vorbei, in der sie für einen hätten da sein müssen. Und wer sagt es einem eigentlich, dass man Recht darauf hat, dass sie für einen da sein hätten sollen, müssen oder können? Ne? All das mit sich rumzutragen ist natürlich für den spirituellen Weg ein großes Handicap, eine verrückte, wahnwitzige Belastung. Also als kurze Übung, alle die Augen zu machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, vor Ihnen ist ein freier Platz, vielleicht so etwas wie eine Bühne. Und auf dieser Bühne spielt sich im Zeitraffer Ihr ganzes Leben ab, von der Geburt zu irgendeinem Zeitpunkt der Nachkriegszeit oder für manche noch in der Kriegszeit oder davor, andere viel später, die Eltern, das Heranwachsen, die Schule, genau diese Eltern, die da waren, keine anderen, Geschwister, Freunde, Heranwachsen, Beziehungen, Beruf, Trennungen, Lebensgefährten, neue Beziehungen, Arbeiten, die sich verändern, im Zeitraffer. Und jetzt sich vorstellen, alles war auf der Bühne da. Und jetzt gehen Sie nach innen und nehmen wahr, was Sie fühlen. Und jetzt sagen Sie einen Satz, den Sie einfach auch sagen können, um zu entdecken, was er für Gefühle auslöst. Der Satz lautet, alles, was war, durfte genauso sein, wie es war. Alles, was jetzt ist, darf genau so sein, wie es ist. Jetzt können wir noch einen kleinen Schritt zusätzlich machen. Stellen Sie sich vor, dass auf dieser Bühne Ihre Eltern stehen und Geschwister und die Großeltern und die Urgroßeltern dahinter. Es werden immer mehr. Es sind 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern. Und bis zum Horizont sind es unendlich viele, die alle Ihre Ahnen sind. Und jetzt schauen Sie auf die und sagen, ich nehme euch alle in meine Seele hinein. Mit allem Guten und allem Schlimmen. Alle. Wahrnehmen, was das auslöst. Und dann die Augen wieder öffnen. Jetzt kommt zum Schluss der 7. Schritt. Der 7. Schritt betrifft die existenziellen Ängste, mich denen zu öffnen und dem Tod der Bereitschaft zu sterben, selbst wenn es in der nächsten Minute sein sollte. In diesem Prozess der Versenkung, des Tieferfallens, wird es oft sehr konkret, wo der Atem anhält und aufhört und fast aufhört. Der atmet dann so zart, dass man es kaum mitbekommt, der Körper. Wo man tatsächlich sagen muss, okay, wenn ich jetzt sterben sollte, dann soll es so sein, dann gebe ich mich dem hin. Aber es gibt auf dem Weg auch sonst oft von außen, dass das Leben hilft, dass man in Situationen kommt, wo man in Todesgefahr oder mit dem Tod in Kontakt kommt. Das sind Dinge. Solche Meditationen, die wir jetzt nicht machen, um das nicht zu sehr zu drängen, die ich nur beschreibe, die aber auch in anderen Traditionen oft gemacht werden, sich vorzustellen, im Wald zu sein alleine und von der berühmten Schlange gebissen zu werden, von der man weiß, dass es kein Gegengift gibt und man weiß, man hat ungefähr noch 20 Minuten zu leben und sich dann zu vergegenwärtigen, was taucht in diesen 20 Minuten auf. Oder man ist durch unglückliche Zufälle auf einer fernen Insel einem Regime in die Hände gefallen, die einen in den Kerker festgesetzt haben und weil man die Insel nicht hätte betreten dürfen, ist man zum Tode verurteilt und
Es ist gerade 6 Uhr und um 6.30 Uhr ist man bereit für das Schafott. Also solche Meditationen, die helfen können, zu entdecken, was ist da? Traurigkeit, Empörung, Ablehnung. Was passiert, wenn Zustimmung anfängt aufzutauchen? Was für ein Gefühl ist das, wenn es so leer wird, dass die Zukunft tatsächlich losgelassen wird, in dem, ja, wo es jetzt so sein sollte, wo es jetzt so kommen soll, stimme ich dem zu. Also mit solchen Ramana, den ich vorhin erwähnt habe, dem ist es so widerfahren. Mit 16 Jahren als Schüler hat er nachmittags das Gefühl gehabt, sterben zu müssen, und zwar in dem Augenblick sterben zu müssen. Und da hat er zuerst Angst gekriegt und es war ihm irgendwie sicher, es war nicht so als ob. Und dann hat er gesagt, gut, dann lege ich mich jetzt hin und will möglichst genau mitbekommen, was da passiert, während ich sterbe. Und dabei hat er natürlich alles losgelassen, die Spannung des Körpers losgelassen, sich vollkommen hingegeben. Das ist die innere Situation, die wir gewissermaßen, die uns helfen kann und die wir schaffen können, die wir innerlich durch die Bereitschaft schaffen können, sich so sehr dem Tod zu nähern, dass diese Annäherung uns hilft, alles, was da ist, an Plänen, an Wünschen, an Vorstellungen, an Erwartungen, wer man selber ist, alles los und fallen zu lassen. Das ist der Kern dessen, des Anhaltens und der Kern dessen, was man tun kann, um aufzuwachen. Das war's schon.